Herr Steiner, wie hat Ihnen die Veranstaltung heute Abend gefallen? Ja, wie üblich bin ich begeistert von dieser Veranstaltung. Ich bin seit mehreren Jahren jetzt jedes Mal eigentlich dabei gewesen und für mich immer wieder unglaublich, wie man das immer noch steigern kann eigentlich. Also ich bin begeistert von dieser Veranstaltung. Wie glauben Sie denn, kann so eine Veranstaltung das Ansehen der Pharmaindustrie in der Öffentlichkeit verbessern? Also ich hoffe, dass das mehr an die Öffentlichkeit kommt, weil es eine Möglichkeit, hier Innovationen auch auszuzeichnen. Und auch für mich, wenn ich da eigentlich ja, fast Außenstehender bin, ist es immer hochinteressant zu wissen, was da eigentlich passiert in der Pharmaindustrie. Und man kommt einen anderen Zugang eigentlich zur Pharmaindustrie, die ja sonst eher ein bisschen ja, vielleicht negativ angesehen werden. Aber so eine Veranstaltung bietet eine großartige Chance, eigentlich ja, die Pharmaindustrie den Menschen näher zu bringen. Jetzt besteht die Jury ja hier aus Ärzten. Was halten Sie davon, dass eben Ärzte die Pharmaunternehmen und die Medikamente bewerten bei dieser Veranstaltung? Ich glaube, die Ärzte haben die beste Möglichkeit, das überhaupt zu bewerten, weil sie mit verschiedenen Patienten zu tun haben und vielleicht mit auch unterschiedlichen Medikamenten auch mit ihren Patienten arbeiten. Und insofern finde ich das absolut nachvollziehbar, dass die das bewerten, weil ein Patient wird ja nicht 10 Medikamente parallel testen können für sich. Der will mit einem zufrieden sein. Und deshalb ist es für mich nachvollziehbar, dass es die Ärzte machen. Herzlichen Dank für das Gespräch und einen schönen Abend noch. Danke.